Auf den Spuren der Kulturen. Die Bildungsreise des Bonner Instituts für Migrationsforschung führt dieses Mal vom 24. Mai bis zum 4. Juni 2013 in die Region Südostanatolien, in die Stadt Gaziantep. Ich heiße Mehmet Ali Ateş. Ich wollte mal auch hier die Kulturen kennenlernen. Ja, hallo, ich bin die Michaela Schmidt-Reiners und was möchte ich hier? Urlaub machen mit netten Leuten, die Türkei besser kennenlernen, eine besondere Region der Türkei und auch mit euch diskutieren, was wir hier sehen. Ja, Hartmut Reiners. Ich will mir auch eine Region angucken, in die man sonst vielleicht nicht kommt, hier im Südosten. Ich bin Burkhard Beilfuß. Ich möchte endlich die Türkei kennenlernen. Das ist ein Manko, welches ich seit 20, 30 Jahren mit mir herumschleppe. Ich bin Christine Beilfuß. Mein Mann ist da und ich will wie mein Mann die Türkei entdecken. Ich bin Klaus Otte, habe in dieser Gegend viele Wurzeln der Dialogarbeit, besonders in Mardin, genossen und suche nun weitere Kenntnisse hier mit Einheimischen. Ich heiße Hayati Okçoklu. Ich wollte die kurdischen Gebiete kennenzulernen nochmal. Imam Eray wollte die Gegend hier ein bisschen besser kennenlernen. Çetin Yalçın möchte die Geschichte kennenlernen von Mardin und alle Städte, die wir jetzt bereisen. Ja? Ich bin Diroya. Ich möchte auch alle kurdischen Gebiete kennenlernen. Faruk, Reza Faruk. Ich bin auf der Suche nach Vergangenheit. Ich bin Bakshi und ich möchte auch, dass der kurdische Gebiete kennenlernt. Wilfried Müller interessiert am Thema Diversität. Ich bin Pari und ich möchte einen Teil von meinem Land Kurdistan kennenlernen. Ich bin Habashi, ich musste mein Land kennenlernen hier, Geschichte und Gegenwart. Ich bin Bissime, ich will Südosttürkei kennen. Ja, ich heiße Uli Gilles, ich bin zum zweiten Mal in der Türkei, das erste Mal nur im Hotel und jetzt möchte ich ein bisschen mehr von Land und Leute auch kennenlernen. Ich bin an der Geschichte interessiert und möchte mit euch gemeinsam einfach auf der Spuren der Vergangenheit gehen. Gaziantep ist eine Provinz und eine Großstadt im Südosten der Türkei. Früher wie heute ist Gaziantep ein bedeutendes Handelszentrum und heute eines der wichtigsten Industriegebiete der Türkei. In der Antike wurde die Gegend zuerst von den Hethitern und danach von den Assyrern beherrscht. Später von Persern, Römern, Byzantinern, Abbasiden und Seldschuken. Sie erlebte viele Kämpfe während der Kreuzzüge. Mit dem Aufstieg des Osmanischen Reiches ging auch der Aufstieg der Stadt einher. Duna TV is the first private Kurdish TV channel in Turkey. Our broadcasting is 24 hours in Kurdish and mostly is a cultural TV, literature, sport, music, foods and folkloric TV. Vor kurzem noch undenkbar gewesen. Dunya TV, der erste 24-Stunden-Fernsehsender in kurdischer Sprache. Ein Produkt der nationalorientierten Politik Erdogans und unterstützt von konservativen, finanzstarken Kreisen. No, I understand. I don't understand. You no. Gaziantep'i beğenmiş mi? Onu soracağım. Beğendiler. Yes. Okay. Please come in. Our airplane is coming. Ihr werdet vor allen Dingen Mosaiken sehen und ich habe hier in dem Führer relativ viele gute Beschreibungen.
Das Zeugma-Museum am Stadtrand von Gaziantep ist das größte Mosaikmuseum der Welt. Die Fundstücke sind unterschiedlich erhalten, aber der Erhaltungszustand ist generell gut. Bei einem werdet ihr sehen, da ist während... Eigentlich möglich geworden oder notwendig geworden ist dieses Museum erst, nachdem diese einzigartigen Schätze, vor allem aus der hellenistischen Zeit, vor dem Bau des Staudamms in Zeugma gerettet werden mussten. Ja, damals Machthaber gewesen. Sie haben ja die ganze Region geprägt eigentlich, auch philosophisch gesehen. Man sieht auch ein Mosaik im Grunde genommen. Also Religion, das sind die alten Religionen gewesen, die haben an Götter geglaubt. Also wichtiger ist im Grunde genommen hier, man muss einfach rausfinden, was für Verbindung zur Gegenwart jetzt hat, die ganze Geschichte. 27. Mai, wir besichtigen die Fundstelle Göbekli Tepe und Urfa, die Stadt, die als Geburtsort Abrahams für viele Religionen eine Bedeutung hat. Göbekli Tepe als Landmark. Göbekli Tepe. Diese Fundstätte in der Nähe von Urfa ist eine Sensation, denn sie zeigt nichts anderes als die Wiege unserer Zivilisation. Als der deutsche Archäologe Klaus Schmidt 1994 den Hügel untersucht, ahnt er noch nicht, dass damit alle Vorstellungen vom Beginn der Zivilisation über den Haufen geworfen werden. Hier ist ein Skorpion. Richtiges Skorpion. Und hier, das ist so ein menschenartiges Tier. Das was mit Flügel aber. Und das, was vor sich herträgt, ein Schild. Oder spielt gerade mit dem Bart. Da war schon. Ja, das könnte sein. Islamische Gräber. Die älteste Hochkultur der Menschheit ist hier offenbar zu sehen. In Stein gehauene Mythen zeigen uns Tiere wie Raubkatzen, Geier, Spinnen und Skorpione. Sie scheinen Bildergeschichten zu erzählen und könnten somit eine Vorstufe zur Entwicklung der Schrift sein. Kara, Chadach und im Norden das Taurusgebirge, im Süden die Harren-Eben und im Südwesten die südlichen Ausläufer von Urfa zu sehen. Çaktı sillesi felek nisan mine davrandı dünya gözünde kelbeladı Allah tam kesiler güneşin taşı. Milattan 300 yıllarında Kur'an'ın Babi Kral'ın Nimrut bir gece atmış dünyada kutluğu sefında Şanlıurfa gelir. Kalabalık sa zaman Günter ben dile için teşekkür ederim. Bir dakika şöyle tamam. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Baş yaşaklı inşallah. Elhamdülillah. Heran in der Nähe von Urfa. Wir besuchen die sogenannten Trolleyhäuser. Die Unterhaltung findet auf Arabisch statt. Über Türkei. Von Türkei. Tokmak. Kurmanji. Kurmanji. Nasay Kurmanji. Nasay. هذه هنا انت اي قديش حقه هذا حجي ما بيحقه والله هذا كل الدور اي والله المانيا شكرا كثير شكرا كثير شكرا كثير بس هالقهوه هاي هنيه ان شاء الله جربتوا شيء يا بروبير مال Hier begrüßt uns Gouverneur Mehmet Aydin. Gouverneur Aydin äußert sich zur Lage in der Türkei. Er sagt: Die türkische Demokratie, wir werden sie so lange behalten, bis wir was Besseres gefunden haben. Bei der Diskussion zur Rolle der NGOs in der Türkei wurde deutlich auch von Seiten des Gouverneurs, dass NGOs vor allem dann unterstützt sind, wenn sie staatstragend sind. Durch die Kooperation mit der Universität wurde ein Maßnahmenpaket bezüglich Gewalt gegen Frauen in der Stadt umgesetzt. Dieses bildet die Grundlage für gesetzliche Maßnahmen in der Türkei.
Professor Yildiz und seine Mitarbeiter stellten uns ihre Untersuchung zur Lage der Flüchtlinge ausführlich vor. Zusammenfassend kann man zu dieser Umfrage unter den Flüchtlingen sagen, die materielle Situation ist zwar einigermaßen gewährleistet, doch emotional fühlen sich die wenigsten wohl und möchten zurück in ihre Heimat. »29. Mai. Ein langer Tagesausflug mit dem Ziel Nemrut Dagi. Gipfelbesuch bei den Göttern. Unterwegs überqueren wir die Römerbrücke Pontius Severius und machen Halt in den Städten Karta und Adjaman. Es gilt als das achte Weltwunder. 2150 Meter hoch erhebt sich der Nemrut Dagi in der Provinz Adjaman. Auf seinem Gipfel erhebt sich eine monumentale Kombination aus Heiligtum und Grabstätte, errichtet auf einem Cumulus, einem Geröllhügel. Sie wurde von dem späthellenistischen König Antiochos von Kommagene errichtet. Die Kultstätte wurde 1881 von dem deutschen Ingenieur Karl Sester wiederentdeckt. Seitdem führten dort türkische, amerikanische und deutsche Archäologen Ausgrabungen durch. Freitag, 31. Mai, der vierte Tagesausflug geht nach Mardin, Midyat und Hassan Cave. Osman, I'm from Hassan Cave. I live here in this area. In Hassan Cave trafen wir Osman, einen einheimischen Studenten. Osman berichtet über die Geschichte Hassan Caves und über die drohende Umsiedlung aufgrund des Staudammbaus. Zurzeit ist der Bau des Staudamms gestoppt, weil es Finanzierungsprobleme gibt und internationale Proteste. Also, you know, the dam is big problem in this area. The government, they building the dam in Hassan Cave. I think in 2 years we have to move. In der Nähe von Mardin befindet sich das Kloster Mor Gabriel, ein altes Kloster assyrischer Christen. Wenn die Gemeinde nicht hier reinpasste, konnten sie auch auf diesem Galeriebereich sich zum Gebet halten oder Gottesdienst halten. Zurzeit in der Türkei sind 20.000 Assyrer. Dünyada da 6 Millionen Syrianer, Orthodox. Weltweit aber 6 Millionen assyrische
orthodox Assyrer leben. 2 Millionen leben, 2 Millionen Assyrer leben zurzeit in Indien. Aber das sind die Thomas-Christen, von denen ich erzählt habe, ne? Die also vom heiligen Thomas. Die sind nicht dahin gewandert. Das Kloster wurde enteignet. In einem langwierigen Gerichtsverfahren versuchten die assyrischen Christen, das Eigentum wieder zurückzuerhalten. Bisher vergeblich. Kürzlich allerdings wurde im Rahmen des Demokratiepakts von dem Ministerpräsident Erdogan das Eigentum wieder an die Besitzer zurückgegeben. Hier in Mardin gibt es nur eine Hauptstraße. Aber man weiß sich irgendwie immer zu helfen.2. Juni. Wir fahren über Karaman Marash nach Antakya, inklusive Mittelmeerstrand. Hier im tiefen Süden der Türkei werden wir mit dem Syrien-Konflikt konfrontiert. Aslan Melik, Melik Melik, ben sana kurbanım Melik, ben sana kan yanım Melik, vay Melik. Diyor ki ben diyor okudum diyor gazetelerde diyor. Tekstille ilgili. Buranın ekonomik olarak çok gelişmekte olan bir şehir olduğunu. Evet kesinlikle öyle. Diyor. Burada ne diyor gelişiyor diyor. Tekstil mi diyor? Petrol mu başka bir şey mi? Ne diyor? Tekstilde Türkiye'de bir değilse iki. Mikrosa tekstil regionu der Türkiye. Beraj tekstil sind über 500 kleinen Manufaktür und Geschäfte. Açısından şeylerden marketlerden sonra. Fabrikalar da var, Kipaş gibi. Niye burada diyor, güzel bir hava var diyor. Havası niye bu kadar güzel? Vallahi onu tam olarak belki yerinden konumuyla alakalıdır. Akdeniz bölgesinin kuzeyinde. Daran, das ist das Stadt in Norden von Mittelmeer liegt. Das ist das Klima zieht auch sehr viele Leute hierher und Wasser von der Stadt ist sehr gesund. İçmesinler, gördüğü çeşmeden içsinler. Bir soru sorsam diyor, niye Maraş'a gelip yerleşmek gerekiyor diyor. Bir soru sorsam diyor. Yani bir kere havası, iklimi. Herşeyiz, klima, Wasser. Kesinlikle içme suyu. Wasser, suyu bol bir şehir. Trinkwasser ist sehr gut. Ve kesinlikle misafirperver bir şehir. Und ein Gastgeberstadt. Und natürlich auch die wirtschaftliche Entwicklung. Hatta müsaade ederlerse bir şeyler ikram edelim. Kendilerine. Wenn du möchtest, da kann er dir was anbieten. Ja, ja. Merci. Auf den Spuren der Kulturen, das bedeutet auch auf den Spuren der Religionen. Professor Klaus Otte vom Bonner Institut für Migrationsforschung ist von jeher ein Vermittler zwischen den Religionen gewesen. Es geht bis in die Gegenwart hinein, nämlich das Ritual der Beschneidungsreligionen. Wir wissen, dass auf der einen Seite im Christentum weitgehend auf die Beschneidung, also der Entfernung der Vorhaut, etwa nach 8 Tagen oder gar im 7. Lebensjahr beim Islam verzichtet wird. Das Christentum vertritt eine Unbeschnittenheit, während
die anderen Religionen vielfach die Beschnittenheit aus hygienischen, aber viel dafür, dass Beschnittenheit oder Unbeschnittenheit an der Frage des Gottesverhältnisses nichts ausdrücke. Dann mache ich mich selbst zum Übertreter, denn ich bin durch das Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt, denn es hatten sich einige falsche Brüder eingedrängt und neben uns eingeschlichen, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben. Aus dem Brief an die Gemeinde in Galatien von Paulus. Gut, das mir wollte ich. Ganze Südost-Anatolien. Ehrlich gesagt, ich fand auch alles schön, trotz der Anstrengung. Mardin. Mardin war die schönste Stadt und ich könnte noch 2-3 Tage dort bleiben. Okay. Für mich war insgesamt eine sehr eindrucksvolle und schöne Reise. Ich hätte noch mehr Zeit gehabt. Am besten Mardin hat mir gut gefallen. Mhm. Alles. Lieblingstee, Hasan Kef, wie auf Kurdisch sagen, Haskef und Mardin. Und die anderen natürlich, aber Lieblingstee, die beiden steht. Midyat, Mardin, Hasan Kef und Göbekli Tepe, wenn ich noch eine archäologische Fundstätte dazugeben kann. Also für mich ist jeder Tag ein voll von schönen Erlebnissen gewesen. Infolgedessen habe ich keinen hervorgehobenen Erlebnisort. Für mich die Türkei ist jetzt so ein lebendiges Land geworden. Die Reise war schön. Touristisch das Kloster, das aramäische Kloster und für mich persönlich im Meer mit meiner Frau. Im Meer, oh Gott. Was für mich am schönsten war. Also ich, ich erinnere mich an die tollen Landschaften, an die wir leider also meistens vorbeigefahren sind, aber das sind so total gepflegte Felder gewesen, ganz unterschiedliche Vegetation, den Gipfel Nemrut, dann Hasan Cave, also eigentlich viele Orte, von denen wir besichtigt haben, waren sehr schön. Mhm. Und mit euch draußen zu essen, am Wasser sitzend, das hat mir auch gut gefallen. Wir waren auf den Spuren der Kulturen und konnten aber nicht ahnen, wie schnell uns die Gegenwart einholen würde. Der Mai 2013 hat die türkische Politik verändert. Am 11. Mai 2013 fand der womöglich schlimmste Terroranschlag in der Geschichte der Türkei statt. In der Stadt Rihandle explodierten 2 Autobomben und nahmen 50 Menschen mit in den Tod. Die kleine Stadt an der syrischen Grenze spielt auch für den Syrienkrieg eine wichtige Rolle. Dort befinden sich viele Flüchtlingslager, dort befinden sich aber auch Versorgungslinien der Opposition. Wer den Anschlag verursacht hat, ist nicht ganz klar. Die Türkei beschuldigt eine türkische Gruppe mit Verbindungen zum syrischen Regime. Umgekehrt beschuldigt Syrien oppositionelle Gruppen mit Beziehungen zur Türkei. Durch das blutige Attentat steigen die Spannungen in der Grenzregion. Daher ist vermutlich auch eine Splittergruppe von Al-Qaida verantwortlich, die das Ganze anheizen will. Bei unserem Besuch in Antakya wurden wir konkret mit den Ereignissen vom Mai 2013 konfrontiert. Ateşlemiştir. Başbakan her ne kadar olayları çarpıtsa da cevap bekleyen birçok soru vardır. Ankara'nın solidaritet, Kundgebung von Sozialdemokratische Partei in der Türkei, die wollten sich mit den den Leute, die im Taksim in Istanbul solidarisieren. Und das war eine Solidaritätsveranstaltung. Und zugleich haben die auch die Probleme und Attentat an Menschen in Rehanli aufmerksam gemacht und dass das Regierung weiterhin Menschen unterdrückt und um Probleme zu lenken versucht, auch Gewalt an Menschen anzuwenden, die friedlich demonstrieren. Hataylı olmaktan gurur ve onur duyuyoruz. Wir gehen weiter durch die Fußgängerzone und treffen auf eine Gruppe von Fußballfans.
die sich mit dem Protest auf dem Taksim-Platz in Istanbul solidarisieren. Eine Demonstration jetzt langsam, ziehen die Gruppen sich zusammen, plötzlich werden Massen da raus. Das ist für die Taksim. Fußball protestieren auch Erdogans Politik und Unterdrückung von Erdogans Regierung. Zugleich solidarisieren sich mit den Demokratiebewegungen in Taksim, Istanbul. Yok abi hiç gerek yok. Çekeyim onları az. Ya senin açtığın çeşit bir fotoğraf. Bu yabancı Almanya'dan gibi sizinle dayanışma o. Ne değil? Aynı zıvaydı. Niye bu Taksim'de dayanışma yapıyorsunuz? Amacınız bu. Gelsin o zaman bir Fenerli, bir Beşiktaş, Galatasaray. Fenerli, Beşiktaşlı takımlar gelsin. Galatasaray. Gel. Geç, geç. Fenerbahçe, Galatasaray'da geç. Galatasaray'da geç. Alle Mannschaften solidarisieren sich mit dem Taxi. Ja, ja. Wie man sieht, das ist von Fenerbahçe, Galatasaray, bis zu Beşiktaş. Und da sind die alle Mannschaften vertreten oder Fans von allen Mannschaften, die nebeneinander von großen Clubs, Fenerbahçe, Galatasaray und Beşiktaş. Langsam sich bewegt, umsonst sich gegen Faschismus karşı. Faschismus karşı umut umut. Ja, gegen Faschismus auch. Die Polizei ist schnell in der Nähe. Sie kommt mit Reisebussen an. Wir sehen die Polizisten in ihrer martialischen Schutzkleidung aussteigen. Unser Reiseleiter empfiehlt uns im Gegensatz, in unseren Bus einzusteigen und abzufahren. Am anderen Tag erfahren wir, dass bei den Demonstrationen in Antakya ein junger Mann ums Leben gekommen ist, der offenbar von einer Gaspatrone der Polizei getroffen wurde.